Hallo, guten Morgen. Wie geht's euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch so geht. Ihr habt mir wenig Kommentare geschrieben in der letzten Zeit. Ich muss mich heute schonen, hat mein Mann gesagt. Ich hatte ja gestern so viele Übungswehen, habe ich euch mehrfach auch erzählt, dass mein Bauch so hart wird. Wir hatten ja gestern hier den Hauswirtschaftsraum so. Bernd hat Regale angebracht, ich habe sie eingeräumt und ja, halt Haushalt und so. Und abends hatte ich dann so viele Übungswehen und mein Bauch, der war so hart, unglaublich, dass heute dann Bernd gesagt hat, schon dich. Ich bin auf Facebook in so einer Müttergruppe, wo alle jetzt im Januar entbinden halt. Und dort kommt tatsächlich schon ein Kind nach dem anderen jetzt irgendwie auf die Welt. Da ist jetzt in dieser Woche 5 Stück sind da jetzt, glaube ich, schon als Frühchen geboren worden. Und hat der Bernd gesagt, hat er ja auch recht, ne? Das ist extrem schlecht, wenn ich jetzt ins Krankenhaus kommen würde. Auch wenn die nur sagen, zur Beobachtung und schonen und so. Wenn ich da jetzt 4, 5 Wochen liegen müsste, mich darf keiner besuchen kommen. Ich darf nicht raus, also man darf da nur in diesen Garten, das ist ja dann alles abgetrennt und so und da würde ich durchdrehen. Und noch schlimmer wäre natürlich, wenn die kleine Maus zur Welt kommen würde und dann da, ja, liegen würde und niemand dürfte sie besuchen und halt ein Frühchen, voll Risiko und so. Und dann habe ich gesagt, okay, da hat er mich dann so mit überredet, ich halte die Füße still, ich werde heute vermehrt die Füße hochlegen, die Beine hochlegen, mich ausruhen. Weil ich weiß ja auch, dass das hilft, wenn ich in die warme, lauwarme Badewanne gehe und die Beine dann hochlege, dann hören diese Übungswehen auf oder werden besser. Und deswegen bin ich jetzt hier und liege. Nichtsdestotrotz wollte ich gerade den Kamin sauber machen, weil dadurch, dass wir jetzt damit heizen und der ganz viel läuft, ist natürlich die Scheibe sehr siffig. Und dann wollte ich den einsprühen mit Backofenreiniger gerade und dann habe ich gemerkt, der glüht noch von gestern. Also hat er die ganze Nacht geglüht. Wahnsinn, unglaublich. Der war noch richtig schön warm jetzt, deswegen ist hier auch noch richtig schön warm. Wir haben noch 23 Grad in der Wohnung und ich warte jetzt noch ein paar Stunden und dann packe ich das erstmal in eine Schüssel und dann gucke ich, je nachdem. Und dann sprühe ich das ein und dann sprühe ich es mal mit Backofenreiniger ein und dann habe ich noch so Smurfy, lass meinen Shake aus, hör auf. Dann habe ich noch diese Akkupads oder wie die heißen, so Stahlwolle. Damit mache ich dann die Scheibe richtig sauber. Nee, das ist mein Frühstück. Du hast dein eigenes gehabt schon. Ja, das mache ich nachher noch, dass ich den dann wieder anmachen kann. Ja, jetzt muss es dir hier gemütlich machen. Ja. Mach das, okay. Am Nachmittag habe ich mit Calvino einen Termin bei Vielmann. Den hatten wir ja damals abgesagt, weil wir in Quarantäne waren. Also Calvino war in Quarantäne. Calvino braucht auf jeden Fall eine neue Brille. Seine ist jetzt, boah, die hat er ja zur ersten Klasse bekommen. Jetzt ist er 5. Klasse, also ist sie schon ein paar Jahre alt. Und seine Stärke hatte sich nie verändert. Und deswegen haben wir die immer gelassen. Aber jetzt ist sie so langsam echt. Ja, so die, hier, da sind immer so Schrauben in der Brille und die lösen sich manchmal. Und die haben letztes Mal schon gesagt bei Vielmann, als wir die haben reparieren lassen, das ist jetzt so langsam, ne, dann brechen die halt irgendwann raus. Und die wirkt jetzt auch, finde ich, zu klein für seinen Kopf. Deswegen wollten wir da uns heute mal inspirieren lassen. Und ich kriege ja auch meine Brille wieder, die ich hatte, diese Atze Schröder Brille, die mit den getönten Scheiben und so einen goldenen Rand. Ich finde die ja mega schön und bequem und die hatte ja der Smurfy geschrümmelt. Die war komplett kaputt. Die muss ich auch mitnehmen dann nach Vielmann, weil die ja eine Versicherung hat. Ja, und die ist schon voll lange fertig, meine Brille. Ich habe immer nur meine Ersatzbrille auf. Der Etti kratzt sich. Deswegen wackel ich so. Und dann kriege ich heute auch meine neue Brille. Also die alte, neue wieder. Und ich mache mir jetzt erstmal keine andere Brille, weil ich habe keinen Bock, mir da auch noch eine auszusuchen. Und das mache ich, weiß ich auch nicht wann. Die tut es ja jetzt. Und dann habe ich noch diese Atze Schröder Brille zum Wechsel oder wenn die Sonne scheint oder so. Und dann reicht mir das.
So, und jetzt schauen wir mal, was der Tag so bringt hier vom Sofa aus, was ich euch so erzählen kann heute. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Es ist mittlerweile, ich glaube, 17 Uhr. Ich guck mal. 16.36 Uhr. Und ich habe mich nicht gemeldet. Ich habe, wie angekündigt, mich den Vormittag ganz viel geschont. Und dann habe ich Calvino von der Schule abgeholt und wir haben ein paar Sachen erledigt. Den Fielmann-Termin musste ich absagen, das haben wir nicht geschafft wieder mal. Habe ich halt angerufen, habe gesagt, so sorry, dass ich absage und dass wir halt auf jeden Fall kommen, weil meine Brille ist ja schon fertig und nicht, dass sie die irgendwie wegschicken oder so, weil die jetzt schon so lange da ist. Ja, ist manchmal so, aber die hat das verstanden, die war voll dankbar, dass ich überhaupt abgesagt habe. Ich glaube, manche kommen einfach nicht. Warum auch immer manche Menschen sowas machen. Ja, und jetzt sind wir zu Hause. Und weil ich mich jetzt so nutzlos gefühlt habe, also was heißt nutzlos? Ich weiß ja, dass es wichtig ist, mich zu schonen. Aber es fällt mir wirklich schwer. Und ich weiß, der HWR ist fertig und es juckt mir so in den Fingern, das alles fertig zu machen. Und deswegen habe ich jetzt wenigstens auf dem Kühlschrank da, da standen ganz viele Vorratsgläser und diese Wasserflaschen, die wir halt auch für Vorrat haben, aber nicht ständig in Benutzung haben, die räume ich jetzt hier in dieses Schwerlastregal, damit die aus der Küche weg sind. Und das habt ihr noch gar nicht gesehen, das Regal, ne? Also hier haben wir ja gestern die ganzen Regale aufgebaut und das hat der Bernd dann auch noch aufgebaut. Und das räume ich jetzt ein bisschen ein. Ich habe hier noch zwei Kisten. Diese, da sind so Konserven und so drin aus der alten Wohnung. Die räume ich hier ein. Meine DM-Bestellung ist heute gekommen, die hat der Bernd mitgebracht. Ich weiß, ich wollte nicht mehr bei DM bestellen, weil das einfach voll viel Plastik ist, also weil die packen immer so zwei Zahnpastatuben und so in eine Plastiktüte ein, dass falls was ausläuft und so. Aber das, was da drin ist, das ist hauptsächlich so fürs Wochenbett. Da sind so Sachen drin, wie eine Popodusche und sowas alles, was die jetzt nicht extra einpacken mussten. Und deswegen habe ich das bestellt, Smurfy, weil ich ganz in Ruhe im Internet schauen konnte und es dann bestellen wollte. Ich wollte nicht mit Mundschutz im DM rumlaufen. Ja, und dann versuche ich die ganze Zeit hier den Kamin anzumachen und schaut, was aus ist. Der Kamin. Aus. So. Ich weiß nicht warum. Ich habe noch so andere Grillanzünder. So einen versuche ich jetzt mal hier. Die Dinger. Komm, Smurfy. Komm. Versuch mal, ohne im Weg zu stehen. Er hat Hunger. Es gibt gleich Essen. Ne? Und das weißt du ganz genau, dass es Essen gibt. Das ist nicht dein Essen. Schnäuzchen weg. Oh, die stinken so sehr. Autofokus. Ich glaube, diese Probleme mit dem Autofokus treten hauptsächlich auf, wenn es leicht duster ist. So, jetzt, wo sind meine Streichhölzer? Hier. Versuchen wir das nochmal. Ich habe heute wieder die Scheibe sauber gemacht vom Kamin. So. Zündelholz haben wir. Ja, ich weiß. Du bist immer ganz excited. Das hat schon mal nicht geklappt. Ob die überhaupt noch brennen hier, diese Dinger. Ja, tun sie. Wo ist der dritte? Hör mal auf. Aber die brennen ja. Geh mal weg. So. Ich
hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich glaube nämlich mit denen hier funktioniert das besser. Ich zeige euch, was wir vorher hatten. Vorher haben wir das hier mitgemacht und das ist natürlich voll doof, aber wir hatten die nicht gefunden. Und immer wenn wir einkaufen waren, haben wir sie auch nicht gefunden. Und gestern halt, als wir den HWR ein bisschen aufgeräumt haben, da haben wir die endlich gefunden, diese Grillanzünder. Und ich glaube, jetzt wird das was. Na, Etty, sollen wir dir jetzt Essen geben? Ja? Komm, du bist am Verhungern. So, jetzt brennt er aber endlich. Na, jetzt ist das ganz schön, ne? Ja. Und die Kartons hier sind jetzt auch endlich weg. Die hier waren die beiden. Die habe ich jetzt eingeräumt. Jetzt geht mein Handy. Ich habe die gewaschen und getrocknet. Und die geht sogar noch. Wahnsinn, ne? Die ist schon von Calvino noch. Ja. Kennt der Smurfy gar nicht. Ja, die muss ich nur jetzt entfusseln. Aber dann kann das Baby die auch benutzen. Ja, und jetzt gucken wir mal rein. Hier rein. Ich bin neugierig. Ich mache euch noch ein extra Video. Oh. Ich bin so gespannt. Ja. Tada. Die wollte ich unbedingt haben. Ja, schön. Kleinsamen, ganz wichtig. Die gehen bei uns durch wie nichts. Ach, dann hier die Kompressen. So, ich habe jetzt nochmal die Kamera umgestellt und hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ja, hier meine BB wieder. Oh, da freue ich mich. Die wollte ich immer schon haben. Immer schon. Und ja, war immer zu geizig. Und jetzt habe ich sie mir gekauft. Ich habe gesagt, im Wochenbett möchte ich das haben. Wer das nicht kennt, das ist eine Po-Dusche. Total, ja, praktisch. Ich habe halt immer eine Wasserflasche dann benutzt, mit Wasser gefüllt, um halt, ja, wenn man auf Toilette war, das zu reinigen, wenn man kein Klopapier benutzen möchte oder soll oder wie auch immer. Und ja, zum Wochenbett habe ich mir das dann jetzt gegönnt. Ich habe mal so neue Seifen bestellt zum Ausprobieren. Hauptsächlich fürs Gäste-WC wollte ich die ausprobieren. Normalerweise nehmen wir immer so Nachfüllpacks, aber irgendwann werden die echt schrümmelig, diese Dinger. Deswegen habe ich jetzt mal neue bestellt. Total müde wirke. Ich bin es auch. Ich bin echt platt und müde und ich weiß gar nicht wovon. Ehrlich nicht. Unglaublich. Mal Licht anmachen. Nee, er kennt das von gerade, so sagt er. Er will da nie mit der Zunge dran gehen. Oh. Es war time to say goodbye. Livestream machen, kannst du mal wieder hoch, oder? Nein, wir haben Titanic geguckt gerade. Wie fandst du den, Calvino, den Film? Ich habe euch gesagt, Schokolade wird hier nicht gegessen, Schokolade wird verbrannt. Nein! Mach mal einen Blitzer für die Elvira, die freut sich. Mehr gibt es heute nicht zu sehen. Nein, zu müde. Du bist auch müde?
Kroketten, Kroketten. Und der kuschelt jetzt bitte bei Calvino. Kuscheln, lass ihn einfach liegen. Er hat uns sehr gestresst jetzt, das Murphy. Die letzten, wie viel? 2-3 Stunden, ne? Ja, war der sehr. Wir wollten Titanic gucken, Calvino und ich und der Etty. Hat genervt. Hat genervt. Jetzt liegt er hier und chillt endlich. Liegt. Bis ich jetzt aufstehe und das Licht ausmache und mich auch hinchill, dann fängt er wieder an zu knabbern irgendwo. Ja, er knabbert jetzt schon meine Hand. Ja. Hat da die Stufen, diese an den Treppen haben wir so Teppiche draufgeklebt. Die wollte er gerne abfräsen. Die gefallen ihm nicht. Die Farbe sagt ihm nicht zu. Ey, du hast mich gefilmt! Ich wollte den Etty filmen, wie er den Kopf schon hat. Ja, kannst du das bitte machen? Das schneide ich raus. Ja, das nicht. Weil wenn man mich einmal sieht, dann brauche ich das Face-Review auch nicht mehr machen. Ja. Gut. Weißt du was? Oh, mein Handy. Dein Handy? Ja, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.